alle Jahre wieder singe ich super gern für diese wunderhübsche Frau. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Okay, wir sind ein bisschen zu spät dran, aber es kommt von Herzen. Alles Liebe nachträglich. Vielen, vielen, vielen Dank. Und wie du an meiner Stimme hören kannst, ich bin ein bisschen wiesengeschädigt. Ja, ich hab's schon mitbekommen. Du hast wirklich ausgiebigst gefeiert, sogar deinem Geburtstag hier stundenlang auf der Wiesn. Ja, ich war irgendwie seit Freitag bin ich am Feiern und jetzt muss ich echt mal ab heute die Päuschen einlegen. Jetzt mache ich noch Regine Six Wiesn mit 1200 schnatternden Frauen. Es wird echt schwer, nicht zu sprechen. Ich versuch's. Und dann lege ich mich ab 3 Uhr ins Bett und schlaf. Könnte man also quasi sagen, dass die Wiesn momentan dein Wohnzimmer ist? Ja, die Wiesn ist ja immer mein Wohnzimmer, weil ich auch immer Geburtstag habe auf der Wiesn. Nur jetzt bin ich, glaube ich, bis Freitag tatsächlich nicht hier. Und wenn du mich siehst, muss ich dich zum Essen einladen, okay? Ach so, okay, die Wette machen wir. Diesen Deal wird hier gemacht. Also, liebe Zuschauer, ihr habt es mitbekommen. Sollte irgendjemand Claudia Effenberg die nächsten Tage auf der Wiesn sehen, bitte eine E-Mail an mich, weil dann dürfen wir essen gehen. Bis Freitag, bitte. Okay, also bis Freitag die nächsten Tage. Aber heute wird es noch ausgiebig gefeiert, oder? Weil es ist ja auch eine wichtige Sache bei Regine. Ja, finde ich. Ja, ja, Tränchen trocknen. Ich finde das toll. Ich bin stolz, dass ich auch jedes Jahr eingeladen werde. Dieses Jahr ohne meine Tochter. Schulpflicht. Naja, okay, jetzt kurz vorm Abitur. Ja. Also, heute bin ich alleine da. Also, ich kriege auch noch irgendwelche Nachrichten von den Mädels, die sitzen alle schon im Zelt. Also, du gehst jetzt auch rein, feierst schön. Dankeschön. Und ich hoffe, du gehst auf die Wiesn, weil dann darf ich mit dir essen gehen. Vielen Dank. Ja, wird auch mal schön. Dankeschön.